Hallo Leute, ich habe gedacht, ich mache jetzt wieder mal ein Video. Auch wenn es mir bestimmt wieder mehr Schaden als Nutzen wird. Hier ist im Moment echt mühsam. Ich glaube, seit bald drei Wochen regnet es einfach fast ununterbrochen. Und heute bin ich so ein bisschen in die Nähe der Berge gefahren. Und da, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wahrscheinlich. Weil es einfach irgendwie nirgends eine schlaue Kanalisation gibt. Das Wasser kommt überall in Sturzbächen und in Wasserfällen über alle Mauern hinab und die Straßen sind überflutet. Also das Wasser ist farbig von der Erde, rot und braun und gelb. Das ist echt speziell. Und dann, wenn die Häuser irgendwie so was wie eine Dachrinne haben, also haben sie meistens nicht, ist meistens so intern. Wo fließt das Wasser hin? Nicht etwa irgendwie in eine Kanalisation, sondern einfach auf den Gehweg. Und da spritzt das wirklich wie aus einem Feuerwehrschlauch im Prinzip, spritzt da das Wasser raus auf dem Gehweg, manchmal bis auf die Straße, der Strahl. Es ist echt ein bisschen, ja, es wird jetzt eine Zeit, dass mal wieder die Sonne scheint. Und genau als das letzte Mal die Sonne geschienen hat, hat meine Solaranlage nichts produziert, weil die Spannung zu hoch war. Ich habe irgendwie bis weit über 260 Volt gemessen hier. Ich habe dann eine Störungsmeldung gemacht, aber ich glaube, da ist auch in den Wochen jetzt nichts passiert. Ich habe dann eine Einstellung im Inverter gefunden, wo ich einstellen kann, dass er da nicht abschalten soll, auch wenn die Spannung außerhalb der Norm liegt. Weil wenn die sich nicht dran halten müssen, muss ich bestimmt auch nicht. Ja. Und ja, ich habe sowieso jetzt so gut wie alles ausgesteckt, weil der Strom jetzt so teuer ist. Die Vorhersage war irgendwie bei 500 Euro, wo ich eigentlich schon fast alles abgeschaltet hatte. Und jetzt habe ich wirklich alles ausgesteckt, was ich nicht wirklich im Moment gerade brauche. Schalte sogar den Fernseher aus dem Standby und so. Und so habe ich es jetzt ein bisschen runtergedrückt auf unter 400 Euro die Vorhersage. Aber ja, also ich bin jetzt irgendwie bei einem Verbrauch von, natürlich eben ohne die Solaranlage, weil die war die Wochen einfach so gut wie unnütz. Ich habe noch so 12 Kilowattstunden verbraucht, wenn ich das Auto nicht geladen habe. Wenn ich das Auto laden musste, war es natürlich dementsprechend mehr. Ja, aber das wollte ich. Ja, eigentlich ist das nicht das Thema des Videos, sondern das Thema des Videos ist, dass diese Woche ja da die Eröffnung war in Grünheide und wunderschön und tralala. Aber ich habe mich halt mal wieder geärgert. Und zwar ab dem guten Elon in erster Linie. Und ja, ist ja kein neues Thema, aber mit welcher Unverfrorenheit der Mensch auf die Bühne geht und lügt, das ist für mich einfach gut. Nein, ist eigentlich nicht so schwer nachzuvollziehen, aber es regt mich einfach auf. Ich finde so etwas einfach unmoralisch. Und zwar geht es mir jetzt darum, dass er wieder so in einem Brustton der Überzeugung erzählt hat, Tesla hat all seine Patente geopen-sourced, weil wir wollen das Richtige tun. Ich verlinke euch mal hier ein Video, wo einer das erklärt und ich bin unabhängig von ihm auf genau die gleiche Idee gekommen und ich glaube, ich habe auch schon andere Videos gesehen, auch von Anwälten, die das genauso sehen wie ich. Von Open Source, gut, Open Source kann alles Mögliche bedeuten, aber das, was er implizieren will, dass man die Patente einfach benutzen kann, davon ist es weit entfernt. Im Gegenteil, einfach jeder, der diese Patente auch nur irgendwie mit der Pinzette anfasst, gibt eigentlich all seine Rechte auf Tesla gegenüber. Also die können dann machen, was sie wollen, tatsächlich. Mit deiner Intellectual Property, nicht nur mit deinen Patenten. Weil du gibst ihnen sämtliche Rechte und versicherst gleichzeitig, dass du sie nicht verklagst.
Also eigentlich können sie dich auch gleich überfallen und betrügen und was auch immer. Gut, wenn es Offizialdelikte sind, was anderes. Aber du darfst sie einfach nicht mehr verklagen. Naja, also von wegen Open Source, das ist einfach, stimmt einfach nicht. Es kommt mir manchmal vor wie mit der Bibel. Die Leute jubeln dem zu, wie sie halt eben ihren Gurus dazu jubeln, aber sie haben die Bibel nicht gelesen und wissen nicht, was da eigentlich für Abscheulichkeiten drinstehen. So bei diesem Blogpost, den Musk mal gemacht hat. Also ich glaube, es war Musk, ja. Aber jedenfalls, der ist auf der Tesla-Webseite. Dabei fällt mir übrigens gerade ein, auch etwas, was mich geärgert hat wieder, wo er sagt, ja, weil wir jetzt den most advanced Paint Job der Welt haben, können sie jetzt 3 Farben mehr anbieten. Wow. Ich finde es toll, dass sie 3 Farben mehr anbieten können. Habe ich nichts dagegen zu sagen. Mir ist es auch egal, wenn sie die nicht anbieten. Ein Auto muss für mich fahren und nicht farbig sein. Für mich ist weiß okay. Aber immer diese Übertreibung. Sie haben nicht den most advanced paint job der Welt. Bei Porsche kannst du sagen, ich hätte mein Auto gerne in dieser Farbe und bringst ein Muster und die machen dir das Auto in dieser Farbe. Und ja, ich verstehe davon zu wenig, aber was ich so gehört habe, ist das ziemlich einfach, was du im Katalog ankreuzen kannst, wenn du einen paint job willst. Aber ja, schon das gleiche ja vor Jahren schon in einem Mail, glaube ich, war das an Mitarbeiter, wo er sagt, wir haben die besten Spaltmaße im Business. Und damals gab es China noch nicht mal. Also wir sprechen hier von den US-Spaltmaßen. Und die bezeichnet er als die besten der Welt und die sind so genau das und ich weiß nicht mehr was. Hey, sorry, ich. Nein, es ist einfach schwer zu ertragen, diesen Mensch. Und wie die Leute ihn dann noch zubejubeln, das macht mich einfach krank. Da fällt mir ein, verlinke ich euch auch. Ich habe gerade wieder ein Video gesehen, was, ja, ich stimme nicht ganz allem zu, vor allem am Ende mit den Aktien ist es halt ein bisschen, aber schaut es euch trotzdem mal an, es ist eine gute Zusammenfassung davon, warum ich einem Musk gegenüber ziemlich skeptisch bin. Wobei da noch vieles fehlt, was man zum Beispiel in seiner Biografie über ihn erfährt. Und wer diesen Mann danach so anhimmelt, das kann ich einfach nicht verstehen. Man kann ja sagen, ich bewundere seine Risikobereitschaft. Okay, ich bewundere, dass er es geschafft hat, Autos auf die Straße zu bringen, Elektroautos. Okay, aber den als Menschen toll zu finden. Ei, nein, ich möchte nicht im gleichen Raum sein mit dem. Die gleichen haben übrigens auch ein Video zu Starlink gemacht. Habe ich nur den Anfang gesehen und dann wurde mir schwindlig, als da die Kosten so aufsummiert wurden. Es passt für mich halt einfach schon alles ein bisschen zusammen. Das gleiche eben im anderen Video über Musk. Der Mann ist eigentlich einfach ein Meister des Schneeballsystems. Und er hat einfach mehrmals Glück gehabt, dass er mit Gewinn rausgekommen ist und seinem Käufer ist es dann über dem Kopf zusammengebrochen. Oder die Firma hat den Erfolg, nachdem sie ihn rausgeschmissen hat und er hat damit verdient. Aber er hätte die Firma dann wieder in die Richtung Schneeballsystem gebracht eigentlich. Also bei Tesla sehe ich nicht, wie das jetzt noch auf ein Schneeballsystem rauslaufen kann, außer halt beim Aktienkurs. Aber irgendwie war das, glaube ich, auch mehr Glück als Verstand. Und übrigens, wenn ich da schon bin, ein Zuschauer hat mir einen Link geschickt, auch den verlinke ich. Wonach jetzt in Deutschland tatsächlich ein Käufer, der mit FSD nicht zufrieden war, sein Auto zurückgeben kann und den Kaufpreis erstattet kriegt.
Also einfach so immer dieses, ja, du musst es ja nicht kaufen und nein, das macht nichts, dass das so ein bisschen übertrieben dargestellt ist. Also die Gerichte sehen das anscheinend ein bisschen anders. Und einfach nur so das Blaue vom Himmel runter versprechen und nichts davon einhalten, geht anscheinend nicht. Also ich meine, zumal ja hier in Europa FSD mit FSD noch sehr wenig zu tun hat. Aber ja, verkauft wird es halt trotzdem, wenn auch nicht ganz so teuer wie in den USA. Ja, das. Und dann noch etwas, was mich ein bisschen genervt hat, habt ihr sicher mitgekriegt. Einer der Leute, die ein Model Y da abholen konnten, haben Ove und den Alex von Elektrisiert, also und den Ove Kröger natürlich, eingeladen. Und Tesla hat die dann ziemlich schroff ausgeladen wieder. Und auch so, dass sie ihm gesagt haben, also wenn die kommen, dann kommen die nicht rein und du auch nicht, Kunde. Und dann habe ich das Video gesehen von, ja, vom Alex, wo er ziemlich enttäuscht ist halt und ein bisschen, ja, rumjammert. Und da ist auch der Car-Maniac zu sehen dann noch. Und ja, der ist auch nicht ganz so auf meiner Linie. Aber was er da sagt, dem stimme ich ziemlich zu. Also, Tesla kann es einfach nicht ab, wenn du nicht nur jubelst. Dann bist du da schon unten durch bei denen. Und ja, einer, den ihr vielleicht auch kennt, so wenn ihr in der Tesla-Welt unterwegs seid auf YouTube, hat mir, oh nein, hat nicht mir geschrieben, hat einen Kommentar geschrieben unter einem Video von Ove oder, dass der hat das zwar erwähnt, dass er nicht reinkam da und nicht eingeladen war, aber ist nicht weiter darauf eingegangen. Und der hat dann gesagt, ja, das ist eben der Unterschied zwischen einem Mann und einem Bubi. Okay, aber er himmelt gleichzeitig den Typen an, der einem Kunden das Auto storniert, nur weil er ihn in einem Blogpost kritisiert hat. Der CEO, der darf sich benehmen wie ein Bubi. Von Pädo-Vorwürfen und so weiter, wenn ihm was nicht passt, mal ganz abgesehen, nicht wahr? Also der darf das, aber ein Alex, der noch ein paar Jahre jünger ist und halt eben wirklich ein großer Fan der Marke und der da gerne hingegangen wäre, der ist dann ein Bubi, wenn er enttäuscht ist. Ja, da wird halt schon mit sehr unterschiedlichen Ellen gemessen, ne? Und also ich kann das einem Alex eher verzeihen als eben einem CEO, von dem ich einfach ein bisschen mehr erwarte, dass er über den Dingen steht und nicht seine persönlichen Gefühle über alles stellt. Der soll froh sein, dass jemand sein Zeug kaufen will. Ja, nein, also wirklich. Wie gesagt, mir ist klar, ich werde eher wieder Subscriber verlieren wegen diesem Video. Aber ich will einfach, dass wenn eines Tages dem Typen alles um die Ohren fliegt, und ich bin davon überzeugt, dass das eines Tages passieren wird, selbst einem Madoff ist sein Zeug irgendwann um die Ohren geflogen, auch wenn es lange gedauert hat. Ich will einfach, dass es klipp und klar auf YouTube nachschaubar ist, dass ich das vorhergesehen habe. Weil sonst findet ihr einfach auf YouTube vor allem dieses La la la, Musk ist ein Genie, Musk ist der Größte, Musk rettet die Menschheit. Bleh. Musk ist für mich so weit von einem guten Menschen entfernt wie der Papst von einem Heiligen. Ja, ich will es gar nicht weiter in die Länge ziehen. Ich glaube, ich habe meinen Frust ein bisschen abgebaut hier. Ich hoffe, ein paar sehen es ähnlich. Und die, die es nicht ähnlich sehen, die sollen dann in ein paar Jahren nochmal wiederkommen, wenn ihr es plötzlich vielleicht dann doch auch ähnlich seht. Weil mit dem Typen ist das meiner Meinung nach einfach unausweichlich. Eines Tages macht es bumm
Und alle sehen, was das für ein Blender ist eigentlich. Ich spreche jetzt nicht mal, nicht nur von Tesla, nicht nur von SpaceX, einfach diese Boring Company, wie heißt das andere da? Ne, Neuralink oder wie das heißt. Okay. Also, ich würde mich trotzdem über ein Subscribe freuen, weil ich glaube, ich hatte seit Monaten kein einziges mehr. Kommentare sowieso. Wenn ihr Musk verteidigen wollt, lasst es doch einfach. Also, es kommt mir immer vor wie diese Dschihadisten, die meinen, sie müssen für ihren Gott irgendwie einen umbringen. Wenn der Gott so toll ist, dann kann der das selbst. Und wenn der Musk so toll wäre, wie ihr meint, dann würde es dem am allerwertesten vorbeigehen, wie ich über ihn denke. Es würde ihm am allerwertesten vorbeigehen, was ein Kunde in einem Blogpost schreibt, und er würde ihm trotzdem sein Auto verkaufen und nicht einfach wie ein kleines Kind sagen, nee, dann kriegst du halt mein Auto nicht. Ja, okay, also schönes Wochenende. Tschüss.